Willkommen zu einer weiteren Runde von Civilization 5. Wir gehen gleich mal weiter. Ich möchte nämlich die Fabriken hier voranschreiten. Vielleicht kriegen wir sie sogar in dem Part, 10 Runden in dem Part. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber wir versuchen es einfach mal. In Wien habe ich ja schon eine gekauft. Ich könnte auch in den anderen Städten eine kaufen. Zum Beispiel in Graz und Linz, die einfach produktionstechnisch so verflucht schwach sind. Aber ich möchte das Gold ja wie bekannt für andere Dinge erreichen. Washington hat das Zeitalter Moderne erreicht. Uiuiuiui. Washington, das bedeutet, er hat ein... Ich meine, ich könnte auch schon den Run auf Funkwesen machen. So ist es ja nicht. Ich habe mich für den Dünger entschieden und werde dann auf Funkwesen gehen. Oder auf die Normbauteile. Eins von beiden. Je nachdem, ob ich die Ideologie Freiheit wähle, ja oder nein. Aber je länger ich drüber an Forschungsabkommen, ja, ich werde es eigentlich langsam gezwungen, sie anzunehmen, damit ich ein bisschen aufhole, weil nach 30 Runden kriegen wir dann einen schönen Forschungsboost für jedes. Wir werden also so ein bisschen gezwungen, das zu tun. In einer Runde, Jerewan. Automatisch, da wurde wieder eine Pagode gekauft. In Linz. Ja, Linz hat 20 Produktion. Ich werde eigentlich gezwungen, dazu investieren. Ich möchte aber... Schwierig. Ich bin gespalten. Bezüglich dieser... Agenda. Der Louvre wurde von Süleyman vollendet. Ja. Dazu hätte ich den Sozialbaum Erkundung aufmachen müssen. Habe ich nicht gemacht. Also war es ein Wunder, dass wir eh nicht hätten bekommen können. Ich glaube, ich habe vor ein oder zwei Parts darüber kurz philosophiert. Bis mir aufgefallen ist, ich brauche Erkundung dafür. Also ist es eh schwachsinnig. So. Ja, können wir machen. Ich brauche eh Gold. In 12 Runden ist mal wieder Weltkongresszeit. Bald können wir vielleicht in Jerewan endlich die Macht übernehmen. Ich sage, es wird ein bisschen teurer, aber soll so sein. Ich glaube, jetzt kommt eine Wahlmanipulation reingeflogen. Nach der Runde. Doch nicht. Aha, Stadtverbindung unterbrochen. Was ist hier los? Aha. Ja. Soll so sein. Ah, die kommt jetzt erst rein. Ein Coup hätte null Chancen. Linz! Ist mit dem Leuchtturm fertig. Eine Fabrik dauert ewig. Aber es wird das große Produktionsproblem da unten lösen. Ah, der Archäologe ist da oben fertig. So, ich könnte jetzt auswählen, welches Artefakt ich will oder ein Wahrzeichen aufbauen. Das möchte ich auf jeden Fall überhaupt nicht. Ich nehme das arabische Artefakt. Bringt uns Tourismus und Kultur. Hier sind wir auch angekommen. Zack. Schon mal super, dass ich ihm das wegnehmen konnte. Ist eh wahrscheinlich so ziemlich das Einzige mit dem da, was ich auf unserem Kontinent snacken kann. Die beiden, die beanspruche ich auch für mich. Aber wie gesagt, Archäologen sind jetzt da dann... Da kommt der nächste in Graz, den schicken wir dann auf jeden Fall hier hin. Das ist nämlich gefährlicher, dass ich es verliere, auch wenn ich es wahrscheinlich bekommen werde. Aber ich gehe auf Nummer sicher, wenn wir uns das direkt snacken. Da hätten wir noch ein Kohlevorkommen. Was wir uns sichern könnten. Pocatello kommt jetzt. Also es gibt schon einige Völker mit einem ordentlichen Rückstand. Also wir haben gesehen,
Washington ist schon in der Moderne, einige kommen jetzt im Industriezeitalter an. Also es ist ja schon eine ordentliche Diskrepanz vorhanden zwischen dem Besten und dem Schlechtesten in Sachen Forschung. Die Griechen, nachdem sie uns denunziert haben, waren jetzt eigentlich verflucht ruhig. Jetzt bin ich gespannt, ob wir in Jerewan Erfolg haben. Jawohl, das heißt, wir haben da weiter aufgeholt. Sind jetzt, schauen wir mal, vielleicht können wir uns den Stadtstaat jetzt verbünden. So, der Frachter ist zurück. Von wo kommst du? Cusco 23, das nehme ich dankend an. Archäologe. Einmal bitte hier hin. Graz. Ja, ist auch kein Produktionsmonster, deswegen bauen wir auch hier eine Fabrik. Wo ist denn der Arbeiter, der hier war? Hier war es gerade eben noch ein Worker. Dann machen wir jetzt was anderes, den schicken wir hier hin. Ich möchte nämlich das Kohlefeld haben. Sonst noch irgendwas? Irgendwas wollte ich gerade nachschauen, ich habe es vergessen, weil ich. Ach ja, Jerewan. Wie groß ist unser Rückstand? 109! 109! Da werden wir jetzt. Zack! Den hier machen. Damit gehört uns Jerewan und wir schicken ihn nach Tyrus. Perfekt. Jerewan ist jetzt auch unser Verbündeter. Gibt's ganz ordentliches. Wir kriegen einmal 7,6 Wissenschaft von ihnen, das ist schön. Und wir bekommen ein paar zusätzliche Luxusgüter. Und wir bekommen Kulturgeschenke, also hier ein bisschen. Insgesamt bekommen wir 26 von Stadtstaaten, also doch ein ordentlicher Wert. Gemessen an unserer Gesamtproduktion von Kultur. Und da Jerewan ein Kultivierter ist, sehr schön. Genf ein Religiöser, also da kriegen wir ein bisschen Glauben. Da kriegen wir von Stadtstaaten immerhin 16, das ist ja so ein Drittel. Und Tyrus, da würden wir Zufriedenheit bekommen. Aber ich glaube, Schmuck, die bieten uns Schmuck. Ja, und Schmuck ist ja gebannt worden. Beim letzten Weltkongress, wenn ihr euch erinnern könnt. Schweden und Marokko sind Freunde. Ich meine, das war jetzt eine Investition, die was mir wäre. Ich möchte die beiden Stadtstaaten auf jeden Fall halten. Ich werde sie nicht aufkaufen. Und deswegen. Ja, lass uns zusammenarbeiten, Marokkaner. Es ist mir relativ. Es gibt keinen Grund, jetzt den Aggressor raushängen zu lassen. Kommt darüber hinweg. Das ist mein Stadtstaat jetzt. Es wäre mir gar nicht mal so unrecht, wenn der Grieche jetzt aufmuckt. Es wäre mir gar nicht mal so unrecht. Dann soll er herkommen. Und dann wird er schon sehen, was ihm blüht. So, den Bautruppen schicken wir dahin. Dauert 4 Runden. Darum kümmere ich mich mal manuell. Wien. Da können wir was fürs Gold tun. Sehe ich jetzt aber jetzt nicht so wichtig an. Zufriedenheit passt. Für jedes Feld am Fluss, das ist doch einiges. Das heißt, wir nehmen das Wasserkraftwerk in Wien. Können natürlich auch weiter auf Archäologen gehen, aber. Nö. So, du beginnst mit der Ausgrabung. Sehr gut. Wie gesagt, das bringt einen schönen Tourismusboost. So soll es sein. Ja, 12 sind noch absolut kleine Werte. Ich meine, 45. Aber wenn wir uns jetzt mal schnell ein bisschen nach oben hieven könnten, wäre das nicht schlecht.
Da muss ich schauen, dass wir Wien zum Wachsen kriegen. Das werden wir dann schauen, sobald wir den Dünger haben. Das sollte das dann wieder gehen. Vielleicht werde ich dann auch auf den Nahrungsfokus gehen, weil das Kraftwerk ist jetzt für mich nicht die oberste Priorität. Ich glaube, ich werde jetzt auch in Wien auf einen Nahrungsfokus gehen. Je länger ich drüber nachdenke. Weil Wien mit Level 17 ist mir persönlich zu klein. Wenn wir uns da ansehen, Mosonkani 25, Athen 24, Delhi 21, Marrakesch 23. Also wir sind da schon, was unsere Hauptstadt betrifft, im Hintertreffen. Und gerade Wien muss wachsen. In meinen Augen. Kostet uns zwar natürlich Unmengen an Produktion, wie wir gleich feststellen werden, von 60 auf 31, da halbieren wir uns. Aber es wird jetzt Zeit, dass, wie gesagt, da das Gebäude jetzt nicht die oberste Priorität hat. Wien wächst in 7 Runden, wenn der Dünger fertig ist, vielleicht sogar dann noch schneller. Also wenn da jetzt da, was weiß ich, dann wäre da nochmal 6, also wenn da jetzt so 4 runtergehen würde, wäre das schon super. Wien muss jetzt aber auf jeden Fall wachsen. Ganz klar. Schön ist, dass unsere Grenzen sich jetzt eigentlich komplett geschlossen haben, bis auf da das eine Feld zwischen Agaidica und Linz. Dann hätten wir dann ein zusammenhängendes Gebiet. Könnten wir da eine Stadt hineinsetzen, dass wir es komplett verschlossen haben? Ja, klar, könnten wir. Ist eine legitime Überlegung sogar. Weil da würden wir zusätzliche Trüffel, zusätzliches Elfenbein bekommen. Eure Denunzierung durch die Assyrer ist beendet. Ja, soll so sein. Also es wäre eine Überlegung. Aber ich bin jetzt nicht so episch drauf. Es ist jetzt nicht unbedingt notwendig. So, auf 5 runter. Gut. Funkwesen. Ja, Funkwesen. Kurz überlegt, ob ich Richtung Normbauteile gehen soll. Der Archäologe ist fertig. Dann nehme ich das österreichische Artefakt. Wir springen auf 14. Sehr gut. Also wir haben die beiden mal wegstehlen können, die was da direkt in Grenzgebiete unserer Feinde waren. Also Feinde. Unserer Kontrahenten verfeindet sind wir mit niemandem außer vielleicht dem Assyrer. Aber das ist nun wirklich nicht relevant. Der Türke steht da mit ein paar Einheiten vor der Tür. Das gefällt mir nicht. Was soll das? Konquistatoren, Janitschare. Ja, ich bin der Einzige, der nicht denunziert hat. Also vielleicht bin ich da der Glückliche. Wenn er da jetzt auf Marokko geht oder Athen, soll sein. Ich gebe euch keine offenen Grenzen. Wir können natürlich verhandeln, ob Athen vielleicht Krieg mit den Osmanen haben möchte. Das werden wir jetzt sogar mal spaßeshalber versuchen. Ist ganz einfach. Bla bla. Dazu reden wir mit dem Griechen. Wobei ich bin mit dem Griechen nicht allzu gut. Fällt mir da gerade ein. Ist vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Ja, vielleicht effektiver, wenn ich das mit dem Marokkaner mache. Muss man da einen Grenzkonflikt hervorbeschwören. Nachteil ist natürlich, wenn einer von den beiden wirklich die Oberhand gewinnt, haben wir uns dann einen sehr, sehr starken Kontrahenten gemacht. Ja, gut, das kann ich vereben. Marokko. Du, was müsste ich dir bieten, dass du in den Krieg ziehst gegen Süleyman? Zu viel! Aber es würde theoretisch gehen. Aber der will praktisch alles von mir, dass ich ihn in den Krieg mit den Osmanen hineinrede. Das ist natürlich ein Deal, den ich nicht annehmen kann. Logisch. In Salzburg wird in 3 Runden die Fabrik fertig. Das werden wir in dem Part auf jeden Fall noch schaffen, wenn ich so auf die Uhr schaue. Buenos Aires wahrscheinlich weniger. Wien wächst in 3 Runden, das ist sehr gut. So soll es auch sein.
wie gesagt, das ist jetzt bitter notwendig. Meine offenen Grenzen sind jetzt beendet. Ich will das nicht. Wir können wieder drüber reden, wenn, ja, wenn alle Altertumsstätten weg sind. Aber ich habe keine Lust, dass mir da irgendjemand snackt. Da wir doch ein paar in unserem Gebiet haben. Alter, bist du eine arme Sau, ne? Deine Kohle kannst du behalten. Mein Gott. Ideologie übernommen. Süleyman schmiedet angeblich Pläne gegen uns. Venedig wählt Freiheit. Also die Freiheit wurde jetzt auch angeknabbert, nenne ich es jetzt mal. 7 Gold pro Runde. Dankeschön. Ich bin doch nicht blöd. Nee. Das sind ja Deals, die ich niemals annehmen möchte. Aber wenn Süleyman wirklich etwas gegen uns vorhat. Ich meine, er ist nicht direkt an meiner Grenze. So ist es nicht. Also Angst haben brauchen wir nicht. Sehe ich keinen Grund dazu zumindest. Das Forschungsabkommen wurde abgeschlossen. Ich glaube, von 13 auf 8 Runden sind wir da jetzt runter. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, weil ich das jetzt nicht so genau beobachtet habe. Aber... Archäologe! Zack! Springen wir auf 16 hoch! Offene Grenzen? Nein. I don't like this. Machen wir es anders. Du gibst ihm direkt 240. Dankeschön. Leicht verdientes Geld. Das wir brauchen könnten, wenn wir Tyrus irgendwann mal einnehmen, was genauso wie Jerewan dauern wird. Weil da haben wir einen Rückstand von 240 mittlerweile. Also noch mehr als in Jerewan. Das wird was Langfristiges. Ein Forschungsabkommen, das nehmen wir. Ich brauche Forschungsabkommen. Venedig kann sich sowieso leisten. Aber ich glaube, da müsste gleich das nächste direkt hinterher eintrudeln. Weil wir haben das Gold binnen 2 Runden fertig. Für ein Forschungsabkommen. Da, genau. Da hat man es gesehen, von 8 auf 3 runter. Also sie bringen schon was. Ich meine, 5 Runden, das sind bei uns 1500, 1600. Das ist schon... Was wir uns da sparen? Ganz ordentlich. Ganz, ganz ordentlich. Offene Grenzen, die lehnen wir ab. Und damit haben wir jetzt natürlich viel aufgeholt schon. Darum eigentlich jedes Forschungsabkommen, was uns angeboten wird, müssen wir annehmen, weil wir sind nicht in der Position, dass wir da auf Platz 1 oder 2 in Sachen Forschung rumgammeln. Ganz im Gegenteil. Wir sind da... Gerade die was eigentlich ein bisschen aufholen müssen, um da in Schlagdistanz zu bleiben. Wir sind nicht abgeschlagen. Auch wenn schon, ich glaube, 1 oder 2 Zivilisationen in der Moderne sind. Aber das sind wir in 3 Runden auch. So ist es nicht. Und vielleicht kriegen wir ja da zum Beispiel den Broadway oder den Eiffelturm. Der Eiffelturm, den möchte ich eigentlich schon haben. Das heißt, für den werden wir dann auch dann die Produktion umstellen. Weil der bringt plus 12 Kultur, Zufriedenheit, plus 12 Tourismus. Das brauchen wir. Funkturm, Detto, Broadway, why not? Das sind so jetzt die Dinge, die was ich eigentlich haben möchte. Und für mich ist Funkwesen eine ganz wichtige
Technologie, die ich eigentlich so schnell wie möglich haben möchte. Da wurde wieder in eine Pagode gekauft. In zwei Runden ist das Funkwesen fertig. Salzburg. Warte mal, von wo kenne ich meine ganzen Handelswege aus? Gehen nicht sogar von Salzburg? Einer geht von Salzburg aus. Okay, das ist dann doch nicht so effektiv. Salzburg, Salzburg. Beginnen wir mal mit einem Museum. Nein, du kriegst keine offenen Grenzen. Gerade du nicht. Osmane. So, das bedeutet natürlich, wir werden jetzt den Produktionsfokus in dieser Runde umlegen, weil Funkwesen ist in einer Runde fertig. Und das Wasserwerk möchte ich eigentlich. Wasserkraftwerk. Entschuldigung. Möchte ich da eigentlich zeitgleich fertig kriegen, dass ich das sofort mit der Produktion des Wunders beginnen kann? Denn hoffentlich kriege ich es. Es wäre mein innigster Wunsch. Zumindest den Eiffelturm. Perfekt wären Eiffelturm und Broadway. Da werden wir dann, um die Chancen zu erhöhen, unsere beiden besten Produktionsstädte darauf legen. Da werden wir gleich schauen, wer das ist. Entweder Salz Theodora. Nein, 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 das liegt alles da oben. Das ist nicht unser Schlachtfeld, nenne ich es jetzt mal. In drei Runden ist hier wieder Weltkongresszeit. Ein paar Sitze haben wir. Jetzt nicht die Unmengen. So. Wir haben jetzt überall Pagoden gebaut, wo wir sie kriegen können. Dann gehen wir jetzt auf Kathedrale, weil irgendeine Stadt eine andere Religion hat. So, Wien, Produktionsfokus. Zack. Stagniert zwar jetzt wieder, aber das ist mir egal. In 3 bis 5 Runden werden unsere Fabriken fertig, da in Buenos Aires und Graz. Aber es wird wohl Salzburg sein, was die zweitbeste Produktionsstadt ist. Ich meine, wo ist die detaillierte Übersicht? Wo ist denn das, was ich meine? Wirtschaftsübersicht dann? Also, ich muss ja noch warten, bis das. Asurbanipal, nö. Produktion. Wien, Salzburg. Ja, Buenos Aires dann nur. Auf Höhe von Graz. Okay. Also Salzburg wird dann den Run für den Broadway versuchen. Versuchen. Dareios ist in der Moderne. Da werden wir jetzt auch ankommen. Wenn wir da jetzt fertig sind mit dem Funkwesen. Stadtstaaten sind jetzt auch gleich fertig. Seide für Washington Bandit. Willkommen in der Moderne! Das heißt, wir haben einen weiteren Spion bekommen. So, Wien. Wien, Eiffelturm. Salzburg. 23 Runden ist lang. Aber müssen wir machen. So. Das heißt, da werden wir in Richtung. Kühltechnik im Bewerten. Oder. Nein, wir werden da jetzt mal ein paar einfache Dinge aufholen. So, unser neuer Spion, den setzen wir nach Harun. Die Natter kommt nach Harun. Harun, 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 Harun. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Den setzen wir nach Mekka als Spion. So. 12 und 23 Runden. Ich hoffe, dass ich zumindest ein Wunder bekomme von beiden.
Der Super-GAU wäre natürlich beide nicht. Ich werde jetzt noch nach der Runde schauen, ob ich irgendein Produktionsgebäude kaufen kann. Weil every little bit counts. Ich meine, 12 Runden ist okay, das ist 1000 Gold, hau ab! Frag den Typen aus Venedig, der hat eine Bank. Teilweise. Ich brauche keine offenen Grenzen, mir reichen eigentlich 7 Gold pro Runde. Dankeschön. Ich bin gespannt, ob wir aus Mekka was klauen können an Technologien. Bin ich sehr gespannt. So, auf die Uhr gucken, noch so 4-5 Minuten haben wir. Das heißt, die Abstimmung kommt ja jetzt, habe ich gar nicht so realisiert. Neues Forschungsabkommen. Ja, oh, soll sein. Ich habe gar nicht nachgeschaut, was für Dinger da jetzt kommen. So, wir könnten jetzt eine Ideologie wählen. So, Moment mal. Zunächst einmal. Nein, nichts für die Produktion. Weil das sind wir mit 87 pro Runde sehr gut unterwegs. Salzburg. Nein. Gut. Produktionstechnisch geht nichts. Ein Embargo gegen Frankreich oder Kultur bestätigen. Jedes Weltwunder. Ich habe nicht viele Weltwunder. Oder? Ich habe die Sixtinische Kapelle als Weltwunder. Ja. Nehmen wir. So. Jetzt können wir unsere Ideologie wählen. Ich nehme die Freiheit. Sehr gut. Genauso wie Venedig und Arabien. Waren das, weiß nicht, das ist, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das heißt, der erste, der dritte und der achte von den Punkten haben eine. Nein, ich will keine offenen Grenzen. Vergesst es! Ich will nicht. Bin ich nicht interessiert daran. Boah, das wäre so nice, wenn ich den Eiffelturm. Ich möchte diese beiden Wunder eigentlich schon wirklich sehr gerne haben. Willkommen in der Freiheit. Jawohl, Enrico Dandolo. Guter Freund von mir. Auch wenn wir beide auf Stadtstaaten gehen. Also Banipal hat mal wieder Frieden geschlossen. Muss man schauen. Venedig Level 28. Kann ich nicht mithalten. Berlin 18, das ist schon eher unsere Kragenweite. Dass es da noch nicht gekracht hat zwischen den beiden. Interessant. Mich interessiert, wie viele Stadtstaaten er schon sich einverleibt hat. Das werden wir uns jetzt gleich mal ansehen. Das ist unsere vorletzte Runde, die was wir machen. Beides ist jetzt, glaube ich, gescheitert, wenn ich das richtig gesehen habe. Gescheitert und gescheitert. Okay. Gut, du bist hiermit fertig. Das heißt, du darfst wieder machen, was du willst. Großer Künstler. Moment mal. Habe ich keinen Platz für einen großen Künstler? Doch, habe ich. Warum kann ich dich dann nur für ein Ding einsetzen, für ein Weltwunder? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Um ehrlich zu sein. Buenos Aires. Museum. Warte mal.
Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Venedig. Handel, wie viele Städte hast denn du? Er hat sich nur Kuala Lumpur und Bogota gehört, aber die sind mächtig. Das sind mächtige Städte. Gut, ein letztes Mal noch auf nächste Runde geklickt. Zur Not setze ich den halt für ein großes Zeitalter, für ein goldenes Zeitalter ein. Steigert unsere Produktion ein bisschen. Also Banipalke, bitte lass den doch in Ruhe da drüben, denn der juckt und holt nun wirklich niemand mehr beim Ofen hervor. Ich habe keine Angst vor ihm, abgesehen davon, dass wir tausende Kilometer entfernt von dem sind. Also ich habe wirklich keine Angst vor ihm. Keine Angst. Wie gesagt, das ist... also Banipal, nee, lasst ihn doch in Ruhe. Mein Gott, der tut euch doch eh nichts mehr. Ja, alle hassen ihn. Genauso wie alle Istanbul hassen, also die Osmanen. Aber niemand hat den Krieg gegen ihn erklärt, weil keiner sich traut. Offensichtlich ist Istanbul zu mächtig. Offensichtlich sind die Osmanen zu mächtig. Ja, was bei dem großen Künstler gerade auffällt. Der hat nämlich keinen Namen. Uns wurde eine Technologie gestohlen. Von wissen wir nicht. Vielleicht nur, vielleicht, ach, okay, komm. Schauen wir mal, 29. 8 und 18. Na bitte. Gut. Aber das war's auch dieses Mal für Civilization. Oh, in der Alphabetisierung sind wir jetzt ein bisschen zurückgefallen. Nicht schön, nicht schön, aber da sind wir sehr gut dabei. Das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. Fertig waren Nummer 1. Wir sind die beste Produktionsstadt. Wir sind die Nummer 2 beim Gold. Nicht mal so weit hinter den Typen von Venedig. Wir haben die drittgrößte Landmasse. Ernteertrag ist auch gut. Sehr schön. Also dieses Produktionsding, das... Ich möchte unbedingt diesen scheiß Eiffelturm haben. Mein Gott. Gut. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann werden wir schauen, vielleicht kriegen wir den Eiffelturm. Das wäre eine tolle Sache. Tschüss.